Hallo und herzlich willkommen zu, ja, was soll man da sagen? Ich weiß gar nicht gerade, wie ich das Video nennen sollte. Nennen wir es einfach so eine Art Tutorial. Heute möchte ich euch so ein bisschen zeigen, Wasser. Was ist so jetzt mit dem ganzen neuen Stuff hier, mit dem ganzen neuen Zeug, was ab dem neuesten Snapshot hier, 13W01B, vorhanden ist und was ich so alles rausgefunden habe. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber diese Ecke hier drüben, die erfüllen alle den gleichen Zweck. Das ist alles das Gleiche. Aber das werde ich euch alles erklären. Ich werde noch ein bisschen nebenbei probieren, alles mal aufnehmen, was ich so cool finde. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, also ich habe mir gerade so die Folge von Ethos Lab angeschaut. Und da hat er sich direkt frisch mit dem neuesten Update beschäftigt in seinem Let's Play, hat diesen Snapshot dann auch genutzt und da ist er zu einem neuen Konzept oder zu einem neuen Bau von einem, jetzt habe ich den Namen vergessen, T-Flip-Flop, genau. Und zwar gehen ja die alten T-Flip-Flops, hier nochmal altes Setup, was nicht funktioniert, ging ja eigentlich so. Das dauert eigentlich recht lange und man brauchte zwei Pistons, zwei Torches und ja, drei Redstone. Und es war halt aber dieser Zeitfaktor, der so ewig dauerte. Aber jetzt mittlerweile geht das eigentlich recht schnell. Und zwar nehmen wir die Eigenschaft von diesen Comparator, wie man das auch bezeichnen mag. Die zweite Eigenschaft gibt dann noch diese mit ausgeschalteter Torch, einer mit angeschalteter Torch. Und wenn man an der Seite sehr viel Power reingibt, also meinetwegen nur ein Redstone Dust und dann gleich die Torch, und also seitlich natürlich, und dann einen Impuls gibt oder ein Signal, dann kommt ein ganz krasser One-Tick-Impuls raus. Und das ist zu schnell für den Block. Der Piston zieht sich viel zu schnell raus und oder der Piston zieht sich extrem schnell raus, zieht sich aber auch dann extrem schnell wieder zurück, sodass er nicht mehr registriert, dass hier noch der Block übrig ist. Das heißt, bei jedem zweiten Klick bleibt der Block dann immer stehen. Ihr seht's. Und das kann man eigentlich dazu mit nutzen. Das geht sehr fix, das geht schnell. Man braucht auch nur ein Sticky Piston. Und ja, ich habe mich dann noch mit ein paar kompakteren Formen beschäftigt. Erstmal so ein bisschen mal rundum. Dann mal ein bisschen so in die Erde versetzt. Also der Piston müsste hier liegen. Genau, hier liegt der Piston. So ein bisschen mit Redstone. Aber im Prinzip genau dasselbe wie das hier. Dann habe ich es versucht, ein bisschen mehr in die Höhe zu bauen oder ein bisschen so in die Länge, dass es dann aber auch kompakt aussieht. Das funktioniert hier alles. Das funktioniert ja außerdem. Die funktionieren hier alle. Außer eins natürlich, das zeige ich euch ja gleich. Das funktioniert auch. Und hier drüben haben wir genau eins, was nicht funktioniert. Das ist eben dieses Problem mit diesen Redstone-Blöcken. Ja, doch, das liegt nur an den Redstone-Blöcken. Und zwar ist es nicht möglich, diesen Piston, ihr seht, hier ist keine Energie drauf, diesen Piston wieder zurückziehen zu lassen. Also der Piston bleibt oben hängen, geht nicht mehr zurück. Also ich kann den powern, das kann ich jetzt zeigen. Den kann ich powern. Ich sogar schnell mit einem Button machen. Der geht aber nicht mehr runter. Und der bleibt einfach oben hängen. Das ist irgendwie, weil er bestimmt im Umkreis von meinetwegen, oder diesen Block, diesen Arm sieht er als Block an, der wird gepowert und irgendwie, ich weiß nicht, aber das ist komischerweise nur, wenn der diesen Redstone-Block nach oben verschiebt. Nach unten lässt er sich nicht mehr verschieben. Ich weiß nicht, ob das mit einem normalen Piston geht. Gut, da bleibt er ja hängen. Oben, das ist ja logisch. Einfach so hier. Geht schneller. Ne, der geht dann auch nicht mehr zurück. Also bei beiden Pistons geht nicht. Geht's nicht. So, dann habe ich hier diese Lösung gefunden. Das ist einer, der nach unten geht. Also sozusagen das genaue Gegenteil von dem, weil ich nachprüfe, ob das geht. Das funktioniert, komischerweise.
Also ich weiß wirklich nicht, warum das hier nicht geht. Bestimmt ein Bug oder so. Und hier habe ich meine Lieblingsform gefunden. Das ist das die am meisten kompakteste oder die kompakteste Form, die ich bis jetzt geschafft habe. Bisschen laut hier. Und zwar braucht man eigentlich nur vier Blöcke. Ja, genau, vier Blöcke, drei Redstone Dust, diesen Comparator und einen Repeater und diesen Redstone Block. Und funktioniert genau gleich. Man muss eigentlich nur hier hinten das powern und dann funktioniert das schon. Und hier drüben habe ich so eine Art Zufallsmaschine. Ich weiß nicht, ob er das so bezeichnen kann, aber es ist eine Zufallsmaschine. Ich setze hier mal Lampen hin. Ah, das funktioniert nicht. Brauche ich nochmal hier. So. So, dann hier die Lampe hin, da die Lampe hin, da die Lampe hin. Und im Prinzip, ihr seht, das sind dreimal die gleichen T-Flip-Flops. Also nur hier so im Dreieck angesammelt. Und da ist es immer so ein Zufall, welcher Piston nur den Block nimmt. Manchmal nimmt der den Block. Manchmal nimmt der den Block, manchmal bleibt er in der Mitte hängen. So, jetzt bleibt er in der Mitte hängen. In manchen Fällen nimmt auch der hintere den Block. So, diesmal nicht. Auch wieder nicht. So, jetzt bleibt er wieder hängen. Sieht so aus, als würde der hintere den gar nicht nehmen. Jedenfalls ist das irgendwie so ein Zufall. Also, es ist nicht genau festgelegt, wo der nur hinkommt. Der kann dann mal viermal hintereinander in der Mitte bleiben, dann kann er sich mal immer wieder wechseln. Oder bleibt in der Mitte. So, jetzt ist er wieder in der Mitte und so. Und, ups, warum ist der an? Ja, also der Grund, warum das vorne nicht ging oder warum der immer ausgezogen war, das lag daran, ups, weil eben, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, noch irgendwie diese Redstone Dust, schnell mal noch so ein Ding holen, so, immer nach hinten bis zu den Pisten ging, das hat ihm immer gepowert. Genau, jetzt kommt er bis nach hinten, genau so. Und das ist dann immer so ein Zufall, manchmal bleibt er in der Mitte, manchmal geht er nach hinten, manchmal geht er nach rechts, manchmal dann wieder in der Mitte und nach hinten. Also das ist immer so ein bisschen Zufall. Ja, also hier habe ich eine richtig krasse Glock oder ein Pulsar, wenn ihn auch so bezeichnen darf oder kann. Dieser sendet ein Tick Impulse aus, die normalerweise jede Redstone Torch durchbrennen würden, aber da diese hier nicht durchbrennen können, bleibt es konstant. Ich kann den mal hier abstecken und dann schalten wir das Ding mal an. Ihr seht, es blinkt wirklich sehr, sehr schnell und es hört ja auch nicht auf. So, und das könnten wir rausbekommen aus dem System. Ihr seht, es ist ein Tick Delay. Und wenn ich jetzt einen Block davor setze, dann müsste der bei jedem zweiten nach, also oben hängen bleiben. Genau, also daran erkennt man, dass es ein Tick-Delay ist. Aber es gibt ein kleines Problem, es tut ganz schön das System lecken, deswegen mache ich es mal lieber wieder aus. Tja, also ich habe bisher noch mit den Comparators rumgespielt. Hab da ein bisschen was probiert und bin zu, also zu ganz coolen Ergebnissen gekommen, die an sich ja dann manchmal hilfreich sein könnten. Also wenn wir jetzt zwei Repeater, zwei Comparators nebeneinander stellen, also das eine in die, sagen wir mal, Nordrichtung setzen, das andere in die Südrichtung, zeigend setzen und das anmachen, dann, ja, passiert nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Verstärkung damit drin ist, aber diese Comparators sind ja eigentlich nicht dafür da, zu verstärken. Aber wenn ich das jetzt ausmache wieder, dann seht ihr so, dass das wird immer schwächer und bis es dann aus ist. Es ist so wie eine Batterie, die sich dann entlädt. So funktioniert das dann. Das ist jetzt bei zwei Comparators. So, hätte ich jetzt drei im Kreise angebunden, schalte diese mal an, dann bleiben die an, ist klar. Aber wenn ich die ausmache, passiert genau dasselbe. Also bei drei Comparators ist es ebenso. Ja, hier habe ich mal was Besonderes, und zwar ist das eine, wie soll man sagen, nee, das ist also selbst powernd. Die Power kriegt man nur weg, wenn man wirklich den Block wegmacht. Wenn ich das aber ganz kurz mache, impulsmäßig, kriege ich eine Glock raus.
die ja an sich nicht direkt ein Tick ist, aber die funktioniert als Clock. So, ja, jetzt haben wir 6, hier haben wir 5, probieren wir es mit 5. Bei den 5 ist es ebenso, ist es eben nicht so. Dort schwächt das eben ab bei den 5, komischerweise. Also ihr seht, die 4 sind immer noch an, da passiert nichts, aber bei den 5 schwächt das ab. Weiß nicht, woran das liegt. Ich könnte vielleicht noch hier einen Comparator hinhauen. Vielleicht den hier weg, vielleicht ändert das ja was. Nö, also es schwindet, aber es dauert ein bisschen länger. Die Energie bleibt länger drin, also es ist eine stärkere Batterie in dem Sinne. So, hier hätten wir 6. Die bleiben hängen, also die bleiben stehen. Keine Ahnung warum, aber die bleiben stehen. Es ist nämlich komisch. 4 bleibt, 5 eben nicht, 6 bleibt. Da habe ich so gedacht, vielleicht ungerade, gerade, vielleicht ist da was. Aber nee, wir sehen, da wird nichts dran sein. Hier sind nämlich 7. Mache ich das mal an. Dann seht ihr, es lädt sich Stück für Stück auf. Und wenn ich das ausmache, ihr seht, es ist aus, dann bleibt das stabil hier, also es entlädt sich nichts, vielleicht nach Ewigkeiten, aber nee, ich glaube, dann hätte sich schon längst entladen. Kriegt man nur weg, wenn man wieder den Redstone-Block wegmacht. Und ja, ebenso bei den Achtern, ja, 6, 7, 8, genau, bei den Achtern, da funktioniert es eben auch nicht. Also es bleibt da stehen, es schwächt nicht ab. Ja, das, so kann man auch eine Glock machen. Ich habe es noch nicht bei den Neunern probiert. Aber ihr seht, diese Comparators sind an sich sehr weitläufig nutzbar. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein wenig amüsiert hier bei meinem kleinen Redstone-Testing. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was daraus ziehen. Bei mir hilft das eigentlich immer, wenn ich an jemanden zuschaue, wie er testet. Dann teste ich auch mal ein bisschen und sehe mal andere Dinge, als irgendwie ständig nur... Ja, immer nur das gleiche Storage-System hängt mir langsam zum Hals raus. Ich habe jetzt genug davon mit den ganzen Hoppern, die sind immer noch zu verbuggt. Ich will mich noch nicht so damit beschäftigen. Dann eher mal mit dem Redstone-Block. Mit dem habe ich noch nichts gemacht so richtig. Und ja, wir sehen uns in einem kommenden Video. Und bis bald, euer Hani007. Ciao, ciao.